Hey, meine Freunde, und seid herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pisten aus Survival. Mit dabei ist heute der Payne. Guten Tag. Die anderen zwei, gute Frage, was die gerade machen, aber Ja, wir wir haben haben das jetzt einfach. gewartet und ja. So, also wir machen jetzt dann Spliff-Turnier heute nicht, sondern gehen zu dem Dings über. Dann werden wir es so machen, dass wir vor dem Livestream keine Episode übernehmen. Dann kann man ja direkt nämlich am Mittwoch wieder eine Livestream-Zusammenfassung machen. Und das ist gut. Rose, ist dir schon was aufgefallen? Wie war es aufgefallen? Drück Ach mal nee. E. Ach, der Speed, ja, der ist mir schon aufgefallen. So, drück mal die Steindrückplatten. Nein, ich gehe nicht rüber ins Lager. Ja, aber generell, das ist ja was wie der Vanilla. Ja, endlich mal wieder. Ja. Boah, wie lange haben wir drauf gewartet? Keine Kannst du Ahnung. mir einen Gefallen tun? Welchen? Ach so, du willst nicht zur Sortiermaschine, ne? Nein, da komme ich nicht mehr hin. Okay, ach, dann muss ich einfach hoffen, dass das funktioniert. Weil ich will jetzt nochmal alle Items durchgehen lassen, durch die Maschine. Oh, okay. Und baue deswegen so eine kleine Konstruktion hier mal eben. Und da wollte ich nochmal eben überprüfen, ob das alles hier funktioniert. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass das funktioniert. Oh, schade, ich hätte jetzt auch nichts im Inventar, was ich oben hineintun könnte. Nee, ich hätte ja was reingeworfen. Hättest nur gucken müssen, ob da das ankommt oder nicht. So. Und Minecraft hat Ich wieder überlege mal gerade, was ich jetzt machen soll. seine Durch den 5 Regen ist auch Minuten. blöd. Oh, warte. Wenn es wieder Vanille ist, greifen die Mobs auch wieder an, nicht? Ja. Oh. Habe ich auch schon gemerkt. Sollte ich nicht so leichtsinnig da draußen rumlaufen. So, dann bis dahin. Und den Rest stopfen wir dann einfach da rein. So, das heißt, erstmal brauchen wir wieder Hopper. Das heißt, wir brauchen Truhen. Das heißt, wir brauchen Holz. So, wo haben wir denn hier Holz? Mit Trap Chests geht's ja nicht, ne? Kann man ja keine Hopper machen, meine ich. So, die Splieferin ist jetzt mittlerweile fertig. Da freue ich Werft da mich. oben jetzt mal Kohle rein. 3 Stacks und Nee, zwei, nee, 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 es, 43. nee, nee, es geht nicht um die Maschine an sich. Sondern es geht darum, ob eine bestimmt, ob der. Ein bestimmter Kreislauf funktioniert. Aha. Der von, also wo die Items transportiert Also werden, wenn das. jetzt hinten, ganz hinten in der Truhe keine 3 Stacks Kohle liegen, sortiert sie wenigstens wieder richtig. Ja, ich sehe gerade, die Kohle kommt an. Das ist doch schon mal ein sehr schönes Zeichen. Boah, Minecraft tickt in letzter Zeit sowas von krank aus. Das ist unglaublich. Ich Bei weiß mir nicht. auch irgendwie. Ich habe Ich muss gerade unbedingt meinen PC ziemlich nochmal wenig reparieren. FPS, das ist abnormal. Minecraft kriegt dich wieder ein. Boah, Minecraft zerfällt einfach nur noch und frisst Leistung. Jetzt ist es wieder normal, ne? Das sind irgendwie so, ich glaube, so eine Minute ist einfach komplett mein PC down. Ich weiß einfach nicht, was das ist. Ha, ich habe das Problem gefunden. Der Regen. Oh shit. Weil hier sind es 15 FPS. Egal. Oh shit. Da eigentlich irgendwas drin? Die ganzen Items fliegen jetzt hier rum. Das war keine gute Idee. Ich mache eben schnell eine Chest am besten. Was musst du denn da hinten machen? Helfen mir die ganzen Items hier irgendwie reinzubringen. So. Weil die werden jetzt komplett durchsortiert. Also die werden hinten durch die Maschine hochgeschmissen. So, einfach alles rein, so. Haben wir das. Ja, scheint aber gut zu arbeiten. Nö, doch nicht. Wie jetzt? Ah, doch. Arbeitet. Okay, ich mach das mal ein bisschen schneller. Hey, warum sind da Melonen drin? Von einer Melonenfarm? Fragezeichen? Ja, aber so krass doch nicht. Okay, ich mach das mal ein bisschen schneller, die Maschine. Ich meine, die war früher nicht so schnell. Zu langsam meine ich. Die war früher schneller. So. So, komm. Was geht denn wieder aus? Wird das reingeschmissen? Hoch? Aber der Kreislauf kann echt ein Mal bisschen weniger darüber. werden.
Ja, das geht vollkommen klar so. Wie viel Erde sind da jetzt drin? Ach, da kann ich jetzt das Packers hier hin tun. Ah, zwei Stück. So, gut, dann passt das nämlich. Dann muss ich da nicht mehr das Glas drin haben. Dann stopfen wir das alles rein. Wird ja alles automatisch wieder sortiert. Und jetzt gucke ich einfach auf der anderen Seite. Wir jetzt eine Truhe mit Packers hinten an der Sortiermaschine dran. Wir haben ja genug gefarmt. Ja, aber kommt noch irgendwann mal. Kommt noch. Nein, Skelett, nicht abschießen. Melone? Melone? Steinkohle? Okay, ich meine, es kommt alles an. Ja, sieht gut aus. Die Items kommen definitiv hier lang geflogen. So, stopfen wir das hier auch nochmal rein. Oh, ich habe meine Schere reingeworfen. Ist egal. Das sind sogar viele Scheren. So, dann wird das alles einsortiert. Ach nee, komm schon. Und alles, was wir quasi noch nicht hier hinzugefügt haben, geht dann hinten wieder rein. Das rotiert dann zwar 10.000 Mal hin und her, aber das ist erstmal egal. Und, oh, wie machen wir das? Das ist natürlich jetzt ein Problem. Wie machen wir die ganz große Truhe? Kannst du mir ganz kurz helfen? Ja, dazu muss ich wieder rüberkommen. Moment, ich komm gleich. Das leuchten wir mal besser aus. Okay, hier ist nirgendwo Glas dran. Okay, egal, ich hau's in die Sortiermaschine. Einfach alles. Doch, Glas ist, meine ich, sogar in der Sortiermaschine. Aber schon nicht gefärbtes. Achso, gefärbtes? Nee, nicht. Oh, das ist natürlich jetzt Genius. So, ich brauche ganz kurz was Erde. Dann stopfen wir die Erde hier. Nein, das ist Eis. Drunter? Nein, ja. Glas ist hier nicht in der Sortiermaschine drin. Echt nicht? Ich dachte, ich hätte Glas reingetan. Dann krass. Weiß ich das jetzt auch mal. Das ist voll, ach Mann. Alter, wie viel Stuff hier jetzt schon drin ist. Aber wo brauchst du denn Hilfe? Ich bin wieder da. Jetzt hier die Truhe machen wir jetzt kaputt. Und die Items dann jetzt hier oben in die Truhe rein. Einfach alles rein. So. Einfach alles reinstopfen. Hast du die Kisten? Nein, ich habe keine Kiste aufgesammelt. Okay, jetzt habe ich sie. Dann fügen wir nämlich einfach noch Kisten hier hinzu. Und Achtung, noch der Hopper. So, jetzt haben wir alles, ne? Ja. Falls da kein Platz mehr ist, hier ist auch noch eine Truhe. Können wir auch noch reintun. So. Rosa Farmer, ne? Eichenholz, na. Trichter, Eisenaxt, Holzhacke, was da alles für Stuff drin ist. Oh mein Gott. Und Bogen mit Haltbarkeit 1. Schon das Holz fackelt nicht ab, was? Oder? Was? Oh, verdammt. Wie, Holz fackelt nicht ab? Was meinst du? Achso. Lava-Eimer. Feuer, also der Feuertick ist aus. Deswegen dürfte da eigentlich nichts kommen. Also nichts abfackeln. Was willst du machen? Nichts. Alle Items verbrennen? Ja, das ist ein, ja. Ach nee, jetzt bin ich gerade wahrscheinlich irgendwo dazu. Ich tippe auf den Metos. Nein! Nein! Oh mein Gott. Oh, kannst du kurz auf die andere Seite gehen? Ach nee, das war nur irgendwas anderes. Egal, ich bin auf jeden Fall noch im anderen Dienstweg, deswegen. Nein. Was ist los? Was passiert? Die ganzen Items sind durchgeflogen. Oh, die liegen jetzt bestimmt hier irgendwo drin. Oder? Irgendwo. Wie viel Packers wir haben? In den ganzen Hoppern ist einfach überall Packers drin. Ja. Da haben wir ordentlich gefarmt. Aber das können wir ja definitiv dann gut nutzen für so neue Elevator-Systeme und so. Da freue ich mich schon drauf. So, Leder brauchen wir mal ganz kurz, weil dann machen wir uns neue Gemälde. Und Sticks haben wir ja eh noch hier drin irgendwo. Da sind Sticks. War schon so praktisch, so eine Sortiermaschine. Wenn sie dann wieder mal funktioniert. Boah, ich freue mich so derbe, dass sie wieder funktioniert. Kann endlich wieder alles reinschmeißen und wir können an der Sortiermaschine weiterbauen. Da konnten wir ja natürlich. Ach, es gibt doch Glas, aber in dem Frame ist kein Glas drinnen.
Ja, das ist ja gerade eben kaputt gegangen. Hä? Nee, da war vorhin auch keins drin. Echt nicht? Ja, dann war das eben auch kaputt gegangen. Sonst hätte ich's gesehen. So. Hier, was wolle? Was kommt hier rein? Das sind die... Ist das Eichenlaub? Und was ist das? Okay, die zweite Truhe... die dritte Truhe. Hier liegt sogar noch Stuff. Das und was ist das? Ich hab hier Frames. Hä? Da ist einfach gar nichts drin. Achso, da sind Frames drin. Genau, hier kommen die Frames rein. Sondern hier das und den Rest stopfen wir einfach wieder in die Sortiermaschine. Das ganze Leder und so. Mhm. Jetzt kontrolliere ich nochmal, ob alles funktioniert. Hier sieht es eigentlich gut aus. Boah, wie lange wird die Maschine jetzt daran arbeiten, das alles mal wieder reinzusortieren? Aber ich glaube, kommt da jetzt wieder was am Ende an? Ach, der Redstone-Block hat bei mir eine Animation. Ich wundere mich immer, warum der dunkel und mal hell ist. Ja, Packeis müssen wir eventuell als nächstes hinzufügen. Das ist cool. Dein Redstone-Block hat eine Animation? Ja, der wird hell und dunkel. Oho. Bei mir nicht. Ich will auch sowas. Nein, will ich nicht. Ja, kein Wunder, dass bei dir jede Redstone-Konstruktion leckt. Nö, wieso? Tut sie ja eigentlich nicht. So, dann haben wir das schon mal fertig. Und während die Maschine jetzt alles nochmal durchläuft, können wir eigentlich schon mit dem nächsten Stand anfangen. Ich hatte überlegt, einen Melonenstand zu bauen als nächstes. Ja. Willst du auch einen Stand bauen? Wüsste nicht was. Bitte? Ich wüsste nicht was. T-Shirt-Stand, so ein Fan-T-Shirt-Stand wurde noch als Vorschlag gegeben. Und Lederrüstungen und Färben. Ja, so verschiedene Farben und so. Das könnten wir noch haben. Und halt wir so. Haben kein Leder? Ab zu Kuhfarm. Wird gerade sortiert, aber du kannst mal der Kuhfarm gucken. Ein Projekt wird dann vermutlich wieder sein, von der Kuhfarm das Zeug zu sortieren. Also, dass das verbunden ist mit der Sortiermaschine. Na, boah, das ist ein weiter Weg. Wir können jetzt endlich wieder mit der Sortiermaschine arbeiten. Ich freue mich so derbe drauf irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Was wollte ich nochmal holen? Irgendwas wollte ich holen. Helf mir. Was weiß ich? Ich wollte was für eine Stimmt, Holz. Danke für die Erinnerung. Okay. Da ist es. Eichenholz. Und ich nehme mal direkt Schilder mit. So. Und dann können wir nämlich direkt schon hindüsen. So, ich freue mich richtig gleich aufs Essen. Bei uns gibt es Nudelauflauf an dem Lieblingsgerichte. Oh. Mein Magen knurrt schon seit heute Morgen. Ein Frühstück gehabt oder wie jetzt? Doch. Und das war, sagen wir es mal, gebruncht. So, die Stände. Es ist Wochenende, das darf man. Ich hatte die ganze Zeit nur noch frei. Ja, du. Ich habe immer nie was zu tun. Dann stehst du um 1 Uhr auf, denkst dann so, jo, was machst du heute? Ja, komm, guckst du mal, gehst du CS und so. Wolltest du dir erstmal was zu essen? Oh, hier besser erstmal nicht wegen den Leitungen. Nein, ich habe noch irgendwo hellblaue Farbe, das weiß ich. Das war schlecht von mir. Wir haben zum Glück im Malzbestanden Crafting Table. So, hast du den Malzbestand schon gesehen? Nee, noch nicht. Ich war bisher nicht nochmal dort. Ja, die Spleef Arena ist jetzt fertig, ne? Deswegen, ich wollte ja eigentlich jetzt ein Spleef-Turnier starten. Aua. Nein, die anderen sind ja nicht da. Oh, immer die, an denen scheitert immer die coolsten Sachen. Als nächstes steht dann der Endkampf auf dem Dings, auf dem Plan. Hier mach ich nochmal einen Crafting-Table. Nee, wir haben ja schon die rote Farbe. So, und noch Türen. Und hier ist ja der Zutritt nur für Befugte. So. Und hier noch eine Dings rein, eine Tür. Dann passt das. Eventuell können wir hier noch eine Farbe hinzufügen. Die Leute wissen, auf welche Seite sie zurückgehen müssen. Ja, das... Ist das Half Slip? Nee, das ist ein ganzer. Dann brauchen wir nochmal gelb und blaue Wolle. Das dürfte kein Problem sein. Davon haben wir bestimmt noch jede Menge. Gelber Farbstoff. Danach suche ich. Genau. Guckst du einfach... hättest du roten Farbstoff, dann hätten wir genug Rosenrot.
Das habe ich schon gefunden. Rot habe ich schon. Ja, Rosen dürften wir genug haben durch die Eisenfarm. Alter, Skelett, bist du ein guter Bogenschütze, echt. Nee, es war blau und gelb, genau. Das waren die zwei Farben. Die zwei Teamfarben. Wir müssen den Beacon aber noch ein bisschen besser ausrichten, dass wir im ganzen Pistenhaus noch Speed haben. Ja. So. Am Ende der Sortiermaschine bekommt man keinen Speed mehr auf jeden Fall. Aber in der gesamten Spleef Arena, das heißt, wir müssen für die Spleef Arena, wenn wir da das Turnier machen, dann... Nee. Wie, wir haben kein Holz, wir haben genug Holz. Ja, aber ich will nicht wieder ganz nach hinten zur Sortiermaschine laufen. Ich hole mir einfach Holz von oben. Okay. Das wäre noch gut, dann wissen die nämlich, wo es wieder rausgeht. So. Und so. Soll ich den Stand auch aus Eichenholz oder aus einem anderen? Auch aus Eichenholz, würde ich sagen. Dann sieht das nicht so, also... Dass es quasi auf einmal so komplett anders aussieht. Sehr, glaube ich, sonst blöd aus. So, dann machen wir hier den Melonenstand rein. Dann bauen wir das quasi in den nächsten Episoden. Und gucken im Livestream. Was machen wir im Livestream? Das können wir jetzt schon wieder planen. Wir haben immer noch den Berg als Projekt. Ja, und die Bahn, die wir zubauen müssen. Ja, die können wir leider. Wir sind ja eigentlich fertig. Wir brauchen nur noch den einen Chunk da. Ja, schon, aber Metos will uns den ja nicht geben. Ja, andere Seite. Wohl, nee, ich brauche Sticks. Nerv den mal ein bisschen und sag dem, dass er Dings soll. Nein, 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 nein. Kein Wasser. Böses Wasser. Böses, böses Wasser. Das entferne ich jetzt hier. Das hat mir schon mal die komplette Leitung kaputt gemacht. Und ich habe keine Lust. Oh, nur eine Kiste? Das ist aber mager. Komm, danke. Kaputt ist es. Ist auch nichts drin. Was suchst du denn für Stuff? Ich habe gerade Kisten gesucht. Oh, Kisten haben wir keine mehr, wirklich. Eine habe ich gefunden im Lager. Boah, fetter Jackpot, würde ich mal sagen. Eine Kiste ist schon ziemlich viel, ne? Muss ich nochmal hochgehen und Holz holen. Hier machen wir zu, dass der Nachbar nicht wieder so verengt ist da drin. Hier hatten wir das ja damit gemacht. Der Stand wird so ein bisschen, das ist halt so ein kleiner Melonenstand. Wir nehmen schon wie lange auf? Circa 18, 19 Minuten, 18 Minuten. Oh. Also machen wir jetzt gleich Schluss, ich mache hier noch so ein paar Sachen. Melonenstand genau. Wird dann nächste Episode fertig gemacht. Nach dem Livestream dann quasi. Dann können wir im Livestream direkt zeigen, jo, das haben wir gemacht und das haben wir gemacht. Dann passt das doch perfekt. So, eigentlich hatte ich mir überlegt, jeden Tag eine Pistenhausfolge zu bringen, aber ich habe leider momentan viel zu viele Projekte, dass ich das bringen kann. So, noch Eichenholz rein und komm, machen wir noch mehr Melonen da rein, so ein kleiner Melonenstand. Ah, dann die kleinen Einzelheiten machen wir dann nächste Episode vom Melonenstand. Jo. Gut. Dann würde ich sagen, war es das auch mit dieser Episode Pistenhaus. Bedanken wir auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zusehen. Wünschen euch noch einen wunderschönen Abend und sagen tschö. Bis dann und man sieht sich. Tschüss.